life in the city comes at you at 1,000 meters a second. According to a recent study, the average city dweller is subjected to over 60,000 forms of stimuli on any given day. With that much information beamed into your brain, it's not surprising that some people can react a little differently. Desmond Flay, known as Dez to his friends and family, was by all accounts a quiet and respectful young man, which made his actions on March 8, 2938 even more surprising. It was described as a joyride like no other. A high-speed chase in the skies that covered several hundred miles of dense urban airspace. Within an hour, he had thousands of adoring fans who watched the authorities scramble to catch him. But Dez saved his best surprise for last. Captured, local police asked why he did it. Dez reportedly took a look around, smiled, and said, "I just wanted some peace and quiet." See your local ship dealer for financing options. Certain restrictions apply. Ja, hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ship Show hier in Star Citizen. Ja, heute erfülle ich mal einen kleinen Fanwunsch. Ich habe mir mal die Avenger Warlock vorgenommen und mal ein bisschen rumprobiert und rumgetestet und mir das Schiff mal so im Detail ein bisschen genauer angeschaut. Und das Ergebnis, das schauen wir uns heute mal in diesem Video an. Ja, wir werden uns ein wenig mit der Lore des Schiffes beschäftigen. Ein ganz klein wenig, aber nur über die Entwicklung des Schiffes werden wir mal kurz etwas erzählen. Und dann natürlich werden wir uns die Komponenten des Schiffes anschauen, die Daten des Schiffes. Und dann gibt es natürlich auch noch meinen persönlichen Loadout-Vorschlag. Ja, ich sag mal, Vorschlag ist nicht zwingend das Richtige für euch. Ist immer nur mein Vorschlag. Und zum Schluss werde ich auch noch mein persönliches Fazit über dieses doch sehr schicke Schiff abgeben. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal ganz von vorne, nämlich mit der Lore. Ja, und die Avenger begann ihren Dienst als Trägerschiff im späten 28. Jahrhundert. Und während dieser Zeit feierten die Avengers auch eine Reihe von sehr beeindruckenden Siegen, wurden aber dann doch letzten Endes durch moderne und wendigere Designs wie die Hornet abgelöst, da es dann mehr darum ging, im späteren Weltraumkampf, um ein geschicktes Manövrieren als um ein gutes Waffenloadout zum Beispiel, also auch oder Transport von Waffenlagerung, wofür das Schiff ja eigentlich auch früher einmal gedacht war. Aber auch heute noch wird dieses Schiff als Trainingsschiff beim Militär sehr, sehr gerne genutzt. Es gibt dann auch eine zweisitzige Variante innerhalb des Militärs, gerade für neue Piloten ist dieses Schiff ein sehr guter Einstieg, da es eben doch sehr, sehr fehlerverzeihend ist. Und wie gesagt, letzten Endes wurde es aber aus dem aktiven Dienst herausgenommen und wird heute hauptsächlich noch von zivilen Leuten benutzt. Gerade auch von der Advocacy wird sie sehr, sehr, sehr geschätzt. Und auch viele zivile oder viele private Sicherheitsdienste setzen auf dieses schöne, doch immer noch recht imposante, wendige Schiff. Ja, es gibt auch zurzeit drei zivile Varianten dieses Schiffes. Es gibt die Avenger Titan, es ist die Frachtvariante der Avenger-Serie. Dann gibt es die Avenger Stalker, die richtet sich mehr an Kopfgeldjäger und
Gefangenentransporter durch ihre Gefängniszellen, die sie an Bord hat. Und eben das Schiff, das wir uns heute eben hier anschauen, die Avenger Warlock mit ihrem EMP. Jo, und kommen wir jetzt mal zur Entwicklung des Schiffes. Ja, das ursprüngliche Design des Schiffes wurde von dem freiberuflichen Concept Artist Nathan Dearsley entwickelt. Aber seitdem hat es zwei Änderungen erfahren. Die erste Änderung wurde eingeführt zum Item System 2.0. Da wurde unter anderem auch die Cockpitleiter angebracht. Zuvor war es nur möglich, das Schiff durch die hintere Luke zu erreichen. Und seitdem hat das Schiff eben auch vorne im Cockpit diesen Einstieg. Ich glaube im Juni 2018 zum Release der Alpha 3.2 bekam sie dann ihr momentanes Design. Also sie wurde wesentlich größer und also um genau zu sein, fast das Doppelte ist das ganze Schiff angewachsen in der Größe, sodass man jetzt auch noch hinten im Frachtraum aufrecht stehen kann. Sonst konnte man immer nur durch einen schmalen Gang nach vorne ins Cockpit kriechen. Also auch da hatte sich dann einiges geändert. Kommen wir also jetzt einmal zu den Daten dieses schönen Schiffes. Eingeordnet wurde es in der Klasse Small für den Bereich Kampf gebaut. Ja, okay. Der Fokus liegt bei der Warlock, aber eher auf Interdiction, also ja, Abfangjäger bzw. das Ausschalten von Schiffen, auch größerer Schiffe vor allen Dingen oder auch Anlagen auf Planeten. Sie hat eine Länge von 22,5 Metern und eine Masse von ca. 50 Tonnen. Die Crew natürlich maximal einer, eine Höchstgeschwindigkeit von 181 Metern pro Sekunde im Space Combat Maneuvering Mode und eine Afterburner Geschwindigkeit von 1306 Metern pro Sekunde. Ja, Cargo-Kapazität hat die Warlock natürlich nicht, weil sich in, da, wo sich bei der Titan der Laderaum befindet, eben hier der EMP verbaut ist. Ja, die Fuel-Kapazität ist mit 90.000 auch überschaubar und ja, und die Quantum-Fuel-Kapazität mit 583 circa auch, ja, üblich so in der Klasse Small. Des Weiteren hat sie ein Haupttriebwerk, zwei Retro-Thruster zum Bremsen und 8 bewegliche Manövertriebwerke. Als nächstes schauen wir uns mal die Komponenten des Schiffes an. Ja, sie wird standardmäßig mit Schimmerschilden, 2 Stück an der Zahl, ausgeliefert. Und ja, nicht so wahnsinnig dolle. Sind ja eher so Stealth-Mode-Schilde. Klar, als Interceptor muss man natürlich nah rankommen, gerade um den EMP nutzen zu können. Daher ist natürlich eine niedrige Signatur von Vorteil, deswegen eben auch Schimmerschilde verbaut. Ja, Quantum Drive, da haben wir den Expedition, also ein Quantum Drive der zivilen Art. Stufe 3 ist das, also was ist das? Grade C ist das dann, genau. Und als Powerplant ist verbaut der Regulus, also ein militärischer Powerplant, ebenfalls Stufe, also Size 1, Grade C. Ja, Kühler haben wir ebenfalls, militärische Kühler, und zwar die Bracer, und die sind ebenfalls Grade C. Und ja, und dann kommen wir auch schon zum Herzstück des guten Schiffes, nämlich dem EMP. Ja, und dieser fällt mit Size 4 schon ziemlich enorm aus für so ein kleines Schiff. Macht sich natürlich auch in der Reichweite bemerkbar, wie man sieht. Und wenn man mal zum Vergleich den EMP der Hawk nimmt, ja, also das ist gerade mal ein Size 2 mit einer deutlich geringeren Reichweite. Also das ist schon beachtlich, beachtlich. Es gibt nur ein einziges Schiff, was einen größeren EMP hat als die Avenger. Und zwar ist das die Vanguard Sentinel. Der hat zwar auch eine Größe 4 EMP, aber halt macht ihm ordentlich mehr Schaden und vor allen Dingen auch eine viel größere Reichweite.
Da versteht man dann schon, warum momentan so viele im PU ja mit diesem Schiff hier unterwegs sind. Ja, und an der Nase der Avenger hängt an einem Size 4 Hardpoint eine gegimbelte Size 3 Mantis GT-220, eine ballistische Repeater-Waffe. Ich liebe sie. Ja, was hat's denn sonst noch? Lass uns mal schauen, was da noch so drunter hängt. Also, da sieht man schon jeweils unter den Flügeln ist befestigt an einem Size 3 Hardpoint eine gegimbelte Size 2 Omnisky 6 und jeweils zwei Ignite 2 hitzesuchende Raketen und auf der anderen Seite befinden sich zwei Dominator EM Raketen. Und damit kommen wir für die Bordwaffen auf eine DPS von 930 und ein Alpha Damage von 375, ein Raketen Damage von 15.176 und der EMP wird angegeben mit einem Gesamtdamage von 3.800. So, dann steigen wir mal ein und schauen uns das gute Stück mal von innen an. So, schalten wir das Ding mal ein. Klappe ist zu. Aegis Combat Assist activated. Systems green. So, und ihr seht, hier können wir jetzt einmal zum Cockpit hinaus verlassen. Exit Ship. Und hier steht Exit Seat. Da können wir aufstehen und uns den Innenraum mal genauer anschauen. Ja, da Tür öffnet sich, jawohl, wir haben also hier ein Bettchen, wo wir uns ausloggen können, ist ja von Vorteil. Und hier diese Tür, die können wir nicht öffnen, dahinter ist der EMP, normalerweise wird es da bei der Titan zum Beispiel in den Laderaum gehen, die können wir hier aber nicht öffnen. So, hier haben wir ein bisschen Stauraum, lässt sich momentan auch nicht öffnen und ja, mehr gibt es hier nicht, Bett ist drin, Klo ist keins drin, aber naja, braucht man auch im Prinzip nicht und dann gehen wir wieder ins Cockpit. So, dann gehen wir mal ins Menü, in MFD und klicken auf Comms und fordern mal eben eine Starterlaubnis an. Jawohl. So, jetzt habe ich vergessen, was war hier eingeblendet, Power war drin, genau, das, genau, so schön, okay. Dann fliegen wir mal raus und dann schauen wir mal, wie sich das Ding so im Flug verhält. Oh, schick ist es schon. Also so, Design gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen an Space Shuttle. Das ist schon schick. Auch diese leuchtenden Flügelspitzen. Ich finde es ja, doch wirklich richtig schick. So, Feuer. Gemächlich, langsam hier raus. Ab in den Nachthimmel von Arkor. Schön, 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 schön. Ja, also wie gesagt, das Design, das gefällt mir echt irre gut. Es ist auch richtig schön beleuchtet, wie ich finde. Also diese leuchtenden Flügelspitzen wissen vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber mir gefällt es ganz gut. Obwohl es ein Triebwerk ist, wundere mich ein bisschen, warum dann zwei Strahlen hinten rausgehen, aber okay, gut, sei es drum. Aber auch die Unterseite finde ich also einfach nur so irgendwie was Glattes hingeklatscht, so ein bisschen schön strukturiert, auch mit diesen Kacheln. Schon wirklich ein schickes Schiff. Aber gut. Jetzt schauen wir mal, was die Gute so kann. So, schauen wir mal die Waffen. Ja, also wie gesagt, ich finde so Omnisky und Gatling passen nicht unbedingt so zusammen, aber naja. Egal, gucken wir mal, wo ist unser EMP? Da nicht. Menü, was? Weapons. Wo ist Weapons? Da ist Weapons. So, da haben wir unseren EMP. Na? Hallo? Na jetzt, komm.
Hallo? Ah, jetzt. Jetzt, so ist schön. Jawohl, da lädt unser EMP auf. So, volle Kanne. Und hier können wir noch unsere Belegung. Ihr seht, da haben wir jetzt die ersten, unsere Bordbewaffnung auf 0, also auf die linke Maustaste. Könnt ihr natürlich rumbelegen alles, ne? Aber das macht ja keinen Sinn. Wir lassen es auf 0. Und den EMP lege ich jetzt mal auf die rechte Maustaste. So, also Waffengruppe 2. So, ich weiß jetzt gar nicht, kann man noch mehr zwei Waffengruppen? Weiß ich gar nicht. Naja. Wie gesagt, die Waffen. Naja, also ich weiß nicht, was Omnis keine Warlock verloren haben. Also wenn, dann Distortion eigentlich eher. Würde ich jetzt mal sagen. Zwei Distortion-Weapons. Naja, gucken mal, was der EMP so sagt. So, jetzt lädt er schön auf und er lädt und er lädt und er lädt und er lädt. Jetzt ist er aufgeladen. Und wenn ich den jetzt rausschicke, dann werdet ihr gleich sehen. Tritt nämlich etwas auf. Na? Jetzt, boing. So, und ihr habt es vielleicht schon gesehen an der Animation. Ja, unsere Schilde falten sich, also schalten sich ab, wenn wir den EMT zünden. Ja, hab lange Zeit erstmal gerätselt, warum das so ist. Ich bin auf einen Text gestoßen, auf der CIG-Seite, dass das wohl irgendwie so beabsichtigt ist. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein Bug, denn sowohl stärkere Powerplane wie auch stärkere Schilde haben da nichts genützt. Die Schilde haben sich jedes Mal abgeschalten, wenn man EMP gezündet hat. Und wenn ich das richtig gelesen habe auf der Seite von CIG, ist das auch wohl anscheinend so gewollt. Also es ist wohl kein Bug, es soll wohl so sein. Weil der EMP eben so groß ist und so mächtig ist, dass er halt auch die schiffseigenen Systeme da abschaltet, wie ihr seht. Ja, aber die Schilde laden natürlich auch relativ schnell wieder auf. Von daher, ja, wird das wohl so in Ordnung sein. Okay, gucken wir mal weiter. So, ja, die Rollgeschwindigkeit, die, wie ihr seht, wird hier mit auf der Homepage von CIG mit 145 Grad pro Sekunde angegeben. Ja, ist okay, würde ich sagen, für das Schiff. Ne? Ist natürlich jetzt nicht so wendig wie eine Arrow oder sowas, ist ganz klar. Aber ich finde es durchaus völlig in Ordnung für die Größe, für das Schiff. Ja, Joe Max wird auch angegeben mit 105 Grad pro Sekunde, denke ich, ist auch ja, in Ordnung. Können wir mal gucken. Ja, ja, doch, ja. Ja, doch, doch, doch. Geht. Also sie ist wendig genug. Ist ja auch ein altes Schiff, darf man nicht vergessen. Ne, ist ja kein moderner Fighter wie eine Arrow. Ne, und hier, wie ihr seht, Pitch ist genau wie Jaw mit 105 Grad in der Sekunde. Natürlich lässt sich alles noch steigern, wenn man den Afterburner dazu nimmt. Ja. Aber ihr seht auch, die Drift, auch das Driften hält sich auch in Grenzen, wenn man schaut. Wir düsen mal kurz nach rechts. Ja, ne, ihr seht, also dieses Quadrat kommt relativ zügig wieder zurück. Also der Drift hält sich da auch in Grenzen. Okay. So, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns jetzt mal unser Berater, mein persönliches Loadout an, so was ich mir so rausgesucht habe für die Avenger. Also bis gleich. So, und dann fangen wir diesmal mit den Waffen an. Ja, ne, an der Nase eines Mannes da, oder wie war das? Nein, wie ihr vielleicht schon da eine andere erkannt hat, habe ich mich hier für Neutron Repeater entschieden. Und zwar in der Nase ist eine NDB 30 befestigt, Neutron Repeater eben. Und ja, ich finde einfach dadurch, dass man eben nah an den Gegner ran muss, um den EMP zünden zu können, also relativ nah, denke ich, sind auch Waffen mit einer kürzeren Reichweite und dafür aber einen höheren Punch durchaus sinnvoll. Ja, und am Flügel, wie ihr seht, auch Neutron Repeater, aber halt eine Stufe kleiner, Size 2,
die NDB 28 ist das hier, um genau zu sein. Und wie gesagt, man könnte sich überlegen, wenn man, ja, man könnte noch Distortion Repeater hier außen dran schrauben, wäre auch eine Möglichkeit, würde auch besser zum Schiff an sich passen, zur Lore, für das, was das Schiff eigentlich sein soll. Aber beim momentanen Zustand des Spiels, dafür, wofür die Avenger Warlock im Moment im Spiel genutzt wird, denke ich, ist das schon keine so schlechte Wahl. Ist natürlich auch immer ein wenig Geschmackssache, ne? Ganz klar. Möglich wäre auch noch Ballistic Repeater dran schrauben. Aber wie gesagt, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Das ist immer so ein bisschen dem eigenen Stil. Also auf Längst ab, was man halt selber mag und wie man am besten damit zurechtkommt. Ja, manche kommen unglaublich gut mit Repeater zurecht, andere mögen Repeater gar nicht, die schwören auf Kanonen. Das hängt immer so ein bisschen von einem selber ab. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt für dieses Loadout halt mal entschieden, eben für diese Neutron Repeater. Die machen gut Damage, auch einen relativ hohen Alpha-Damage noch dazu, obwohl der momentan nicht so wichtig ist. Aber naja, ja, Raketen habe ich auch mal ausgewechselt. Und zwar habe ich Strikeforce-Raketen dran gemacht, Strikeforce 2, Cross-Section. Ja, einfach weil die halt einfach schwerer abzuwehren sind als wie Infrarot oder magnetische Raketen. Ja, am Damage selber haben wir nicht viel eingebüßt. Sag ich mal, es gibt sich nicht viel. Aber dafür haben wir halt eine Chance, dass die eher treffen. Ja. Ja, das wäre dazu. Also ich kann euch auch mal zeigen, also insgesamt haben wir jetzt ein Damage von 1244 DPS für die Bordgeschütze und 451 Alpha Damage. Und wie ihr seht, Raketendamage haben wir nicht viel eingebüßt, 15.130. Ich blende euch das alles mal so ein, die ganzen Werte. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Komponenten. Ja, und fangen mit den Schilden an, denn den EMP, den können wir natürlich nicht auswechseln, der ist fest verbaut. Da gibt es zurzeit keine Möglichkeit, den irgendwie auszuwechseln. Ja, bei den Schilden habe ich mich tatsächlich einmal für den FR-66 entschieden. Ist halt ein militärisches Schild und da von dem her, gute AP, ist immer eine gute Wahl. Auch die Regenerations Höhe, die Menge an Regeneration, ihr seht hier 306 Einheiten pro Sekunde regeneriert das Ding, das ist schon ordentlich. Und als zweiten Schild habe ich mich jedoch für den Mirage entschieden, ja, weil der halt auch, wenn das Schild mal beschädigt wird, hat der also eine sehr, sehr, sehr geringe Verkürzung, also Aufladeverkürzung. Ja, also die Delay ist da halt am geringsten beim Mirage. Und ich denke, das ist so also eine gute Kombination bei der Avenger, weil man eben doch nah ran muss. Und der FR-66 hält ein bisschen mehr ab und regeneriert natürlich auch gut. Und der Mirage ist jetzt auch, er hat die höchste Regenerationsrate und die kürzeste Delay-Rate. Also es ist schon, ne? Und natürlich muss man beim Mirage aufpassen, wenn er mal runtergeschossen ist, der Schild, dann braucht er 14 Sekunden, um wieder aufzuladen. Aber dafür haben wir dann eben den FR-66, der lädt eben nach 5,5 Sekunden schon wieder. Also, ich denke mal, die Mischung, die macht's da. Ja, Quantum Drive habe ich mich für den Atlas entschieden. Ja, einfach auf Spiel geschuldet. Klar, im späteren Spiel, wenn man diese Rolle des Schiffes sich mal anschaut, wäre da vielleicht ein Stealth-Antrieb vielleicht von Vorteil. Aber beim jetzigen Spielstand, beim Entwicklungsstand, sagen wir es mal so, ist der Atlas da eine gute Wahl. Man kommt relativ weit damit. Er ist nicht unbedingt der langsamste und er hat eine Reichweite von 77 Millionen Kilometer. Also da kann man auch mal ein bisschen durchs Wurst düsen, ohne direkt nach einem Sprung wieder auftanken zu müssen. Ja, Powerplant habe ich mich ebenfalls für den militärischen Powerplant entschieden. Und zwar den JS-300. Natürlich den besten, den es gibt. Also in der Kategorie Military ist Grade A. Und der reicht auch völlig aus für das, was wir mit dem Schiff anstellen wollen. Und bei den Kühlern, einmal muss ich sagen, ich habe überlegt, ob ich einen militärischen Kühler einbauen sollte, die Glacier. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich gerade auch merkte, wenn man die Neutron Guns
übertaktet, also in Overclock geht, überhitzen sie halt dann doch relativ schnell. Und deswegen habe ich mich zum einen für den Ultra Flow entschieden und zum anderen mal für den Zero Rush, weil er halt eine sehr, sehr geringe Power Draw Request Zeit hat von gerade mal 3 Sekunden. Und die zwei in der Kombi, denke ich, reichen auch aus für relativ lange Feuerstöße mit den Neutron Guns. Ja, und das wären dann soweit die Komponenten, die ich hier verbaut habe. Ich blende euch auch mal schnell den Link ein. Da könnt ihr euch das ganze Loadout mal auf der Aircool-Seite mal genauer anschauen. Verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung. Ach ja, ich könnte euch auch mal einblenden, was das so das Ganze kostet. Wenn ihr euch die ganzen Dinger zulegen wollt, also Powerplant-Waffen und so weiter und so fort, seht ihr, da braucht ihr 157.700 Alpha-USC für. Also ist noch relativ überschaubar. Und ich denke, damit ist die Avenger Warlock für den jetzigen Spielzustand, der Stand der Entwicklung durchaus ja, mehr als nur zu gebrauchen. Ja, kommen wir mal zum abschließenden Fazit. Also ich muss ganz ehrlich sein, mein persönlicher Favorit ist die Warlock nicht. Einfach aus dem Grund, weil sie halt schon sehr speziell ist. Sie ist für die Kopfgeldjägerjagd, sage ich mal so, für den späteren Verlauf des Spiels nicht so geeignet. Also da gibt's geeignetere Schiffe. Weil, ja, sie kann zwar Schiffe ausschalten mit ihrem EMP, aber Gefangene transportieren kann man halt eben nicht. Ja? Aber dafür ist sie auch nicht gedacht. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Sie ist gedacht als ein Schiff, was losgeschickt wird, um größere Schiffe oder auch Anlagen auf Mond- oder Planetoberflächen zu deaktivieren, also auszuschalten oder zumindest die Systeme zu stören, sodass die Nachhut dann reinspringen kann und dem Objekt dann entweder den Rest geben kann oder auch vielleicht nachfolgende Schiffe irgendwie da eine feindliche Basis infiltrieren können, solange die Sensoren ausgeschaltet sind. Dafür ist die Avenger gedacht. Das ist auch ganz klar ersichtlich. Darum hat sie diesen großen EMP, um eben auch große Ziele ausschalten zu können. Ja, natürlich, beim momentanen Entwicklungsstand des Spiels wird sie natürlich zurzeit sehr, sehr, sehr häufig dafür genutzt, um eben Kopfgeldjagd zu betreiben. Weil momentan muss man ja nicht mehr machen, als wie die Leute aus dem Universum zu pusten. Und dafür ist sie natürlich sehr, sehr gut geeignet. Ja, sonst mit dem passenden Loadout, der EMP, der haut ganz schön rein. Wie gesagt, der einzige EMP, der stärker ist, das ist eben der EMP der Vanguard Sentinel. Und wenn man sich das halt mal, also wenn man das im Hinterkopf hat, dann muss man schon sagen, also momentan ist die Avenger Warlock im PU sehr, sehr gefährlich. Man sollte also, wenn man einer Warlock begegnet, tunlichst Abstand halten, sonst ist man Futter. Das ist, so viel ist mal klar. Naja, gut. So viel also zu meinem Fazit. Wie gesagt, auf jeden Fall ein schickes Schiff. Ich mag die Avenger-Reihe an sich. Wie gesagt, die Warlock ist mir da ein bisschen zu speziell, auch mit dem EMP. Wenn ich mir eine Avenger zulegen würde, wäre es als Starterschiff zum Beispiel die Titan, das habt ihr schon ein paar Mal gesagt, ist für mich das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis, das perfekte Starterpaket. Und die Warlock ist eben sehr, sehr speziell. Aber, auch wenn ich mich wiederhole, jetzt momentan im PU wirklich sehr, sehr gefährlich, aber für die zukünftige Spieleentwicklung, so wie es weitergehen wird in Star Citizen, ist sie halt nun mal sehr, sehr speziell und nicht als Dogfighter gedacht. So viel dazu. Also gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe auch, ich konnte euch die Avenger Warlock ein bisschen näher bringen und vielleicht seht ihr die Dinge genauso wie ich, vielleicht auch nicht. Wäre cool, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, so wie ihr das Schiff seht, wie ihr es nutzt momentan oder wie ihr vorhabt, es in Zukunft zu nutzen. Würde mich freuen, wenn ich da zahlreiche Kommentare zu diesem Schiff von euch lesen könnte. Also, meine Lieben, dann sage ich mal,
Ciao, ciao und bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Aiden Hobbs. Ciao, ciao.